Ich glaube, meine Ideenskizze hätte genau das Thema aufgegriffen der Preisträgerin des ersten Preises, die 10.000 Euro bekommen hat für diese Ideenskizze. Und da geht es um das Tagging. Mit Tagging meint man die Beschreibung von Medienobjekten. Das heißt, wenn ich bei Flickr ein Foto einstelle und ich möchte, dass das gefunden wird, dann muss ich das verschlagworten, denn das Internet sucht nach Schlagworten. Das große Problem, was wir haben und die große Chance gleichzeitig ist, dass die Benutzer bei Flickr einsehen, dass sie das tun müssen, dass sie also Schlagworte an Bilder dranhängen. Und was machen sie, während sie das tun? Sie versetzen sich in die Lage des Suchenden und überlegen sich, wenn der Suchende jetzt nach, sagen wir mal, Katze suchen würde, wäre dieses Bild ein Suchergebnis, über das sich der Suchende freuen würde. Nun, das Problem dabei ist, dass bei Katze geht es noch relativ gut, bei Golf zum Beispiel wird es relativ schwer. Da werde ich im besten Wissens und Gewissens werde ich Golf hinschreiben als das Schlagwort für mein Bild. Aber was ist drauf auf dem Bild? Ist das der Golf von Mexiko? Ist das der Golfkrieg? Ist das ein Golfschläger? Ist das das Auto? Und was wir jetzt brauchen, das sind Werkzeuge, die mich unterstützen und die Mehrdeutigkeit von einzelnen Wörtern, die mich hinweisen auf die Mehrdeutigkeit von einzelnen Wörtern. Wenn das passiert ist, hat man ein eindeutiges Schlagwort und ich bestätige, dass ich dieses Schlagwort meine. Das Werkzeug, das mich unterstützt, weiß aber genau, was es ist, weiß es quasi basiert und kann es dann übersetzen. Das heißt, wenn solche Werkzeuge umgesetzt werden, bekomme ich nicht nur eine bessere Suche, eine bessere Schlagworte, sondern ich bekomme auch multilinguale Suche. Weil wenn jetzt jemand nach Golf suchen würde und er meint das Auto und er wäre Amerikaner, würde er Rabbit schreiben. Mein großes Thema ist natürlich, was können wir für den Bürger tun? Und meine Idee, meine Skizze war, wie unterstützen wir das neugeborene Kind, das sich selbst anmeldende Kind? Sie haben vielleicht im zweiten IT-Gipfel gesehen, dass wir dieses Szenario gezeigt haben. Was passiert, wenn man als junge Eltern ein Kind auf die Welt bekommen hat? Man möchte sich mit dem Kind beschäftigen, stattdessen ist man mit Behördengängen beschäftigt. Man muss ans Standesamt, man muss das Elterngeld anmelden, das Kindergeld anmelden, man muss seine Steuerkarte ändern lassen. Viele solche Gänge erledigen, statt sich mit dem Kind zu beschäftigen. Ich möchte, dass dies morgen Theseus für mich übernimmt. Ja, und diesen Theseus-Dienst, den möchte ich eigentlich vom Krankenhaus haben, ja, weil ich habe da mit meiner Versichertenkarte ja alle meine Informationen bereits abgegeben. Wer bin ich? Wer ist die Mutter? Wie heißt das Kind? Welche Krankenkasse? Wer sind die Arbeitgeber? Und von da aus sollte das alles automatisch funktionieren. Ich komme nur noch nach Hause, logge mich in mein Elternportal ein, was ich selbstverständlich dann auch haben werde. Und da steht dann drin, alles ist erledigt, das Elterngeld ist beantragt und ich weiß auch, wann es kommt. Das Kindergeld ist nächsten Monat natürlich auch drauf. Und selbstverständlich wurde mein Arbeitgeber informiert, dass nun die Lohnsteuerkarte geändert wurde und der Kinderfreibetrag auch eingetragen ist. Yes. Wunderbar.